Ich begrüße euch mal wieder zu einer weiteren neuen Videoserie, und zwar dieses Mal über Karten, die ganze Themendecks bekommen haben, um sich rum. Ihr müsst wissen, Konami greift aktuell wirklich gerne alte nostalgische Karten auf und macht um die ganze Themendecks, die teilweise echt komplex werden können und die teilweise wirklich auch sehr ausführlich sind. Also, wir haben da teilweise Retro-Themen mehr oder weniger mit über 50 Karten. Das ist mittlerweile nicht mal mehr so selten, interessanterweise. Und ich finde es mal lustig, diese Karten rauszugreifen und so ein bisschen diese Themen zu bewerten, beziehungsweise mal ein bisschen darüber zu sprechen. Und ich will die mal ein bisschen sammeln, weil wir haben mittlerweile viele davon und ich denke, so ein paar Folgen sind hier locker drin. Und es kommen ja auch immer wieder Karten nach, die so ein bisschen ihr eigenes Thema bekommen, weil Konami aktuell einfach so ein bisschen diese ganze Nostalgie-Schiene fährt, die ich auch feiere. Und ich würde sagen, das Ganze mal zusammenzutragen, ist irgendwo sinnvoll. Von daher, schreibt mir gerne weitere Themen vor, die ich hier mal erwähnen soll. Und denkt auch bitte an meinen Sponsor Lotte Cards, an meinen Gaming-Kanal und meinen Replay-Kanal. Und da würde ich sagen, Freunde, starten wir mal mit dem ersten Thema. Und natürlich starten wir heute mit einem sehr großen Klassiker, und zwar mit der Karte Dark Magician. Und was soll ich sagen, Freunde, diese Karte hier kennt eigentlich jeder, oder? Das große Signature-Monster von Yugi Muto, dem bekanntesten Charakter aller Zeiten. Und naja, die Karte hier ist wirklich legendär und hat mittlerweile ein echt großes Thema um sich. Ich meine, damals gab es ja schon so ein paar Karten, die sich um die Karte hier gerankt haben, beispielsweise die Magier des schwarzen Chaos oder auch, naja, das Dark Magician Girl und so weiter. Aber nichts davon war so wirklich ernst gemeint, beziehungsweise ultra spielstark. Aber dann hat sich Konami irgendwann entschieden, hieraus mal was wirklich Großes zu machen. Und mittlerweile hat das Themendeck rund um die Karte Dark Magician an die 50 verschiedene Karten und es ist sehr, sehr umfangreich geworden. Wir haben teilweise wirklich viele, viele neue Bossmonster, teilweise Fusionsmonster, Xyz-Monster oder zum Beispiel auch Ritualmonster. Und das Ganze ist echt komplex geworden und teilweise spielbar in vielen, vielen Varianten. Beispielsweise kann man einfach so über das eine Ritualmonster, diesen Chaos Max Magier, einen Lockdown aufbauen, ja? Darum kann man eine ganze Strategie bauen. Es ist zwar nicht Meta, aber sehr unterhaltsam. Und man muss sagen, diese Kartengruppe hier hat auch einfach sehr vielen externen Support, weil es alles Hexer sind. Wir können beispielsweise hier Geheimes Dorf der Hexer spielen. Ein geniales Zauberkarten-Floodgate, was teilweise Instawin sein kann. Wir haben zudem noch die gesamte Spellbook-Engine und noch viele, viele weitere Dinge, die man hier teilweise einbauen kann. Meinetwegen Windwitches oder so, da kann man ja erfinderisch werden, hat man alles schon gesehen. Und dieses Themendeck hat wirklich eine gigantische Fanbase, ich muss aber sagen, es könnte etwas stärker sein. Es ist halt so ein Deck, was wirklich schon seit langer Zeit im Rogue-Bereich ein bisschen was reißen kann, aber es war nie meta-relevant und das ist schade, weil es schon so ultra beliebt ist, dass es eigentlich mal fällig wäre. Ich meine, Blue Eyes beispielsweise war ja auch mal Meta. Aber das hier war so ein bisschen abgeschlagen, beziehungsweise unteres Rogue bis Fun. Jetzt hat es wieder Support bekommen mit beispielsweise Magician Souls und so. Aber es ist halt trotzdem nicht so gut letztlich, auch wenn die Meta-Decks gestorben waren vor einer Weile. Also, naja, dass das Deck da nicht wirklich relevant wurde, zeigt einfach, dass es schon immer noch hinterherhängt. Und das ist etwas bedenklich, aber ich würde sagen, die Karte Dark Magician hat insgesamt durchaus ganz gut abgeschnitten. Als nächstes kommen wir jetzt zu einer Karte, die nicht ganz so gut gealtert ist, und zwar der Vampire Lord. Und diese Karte hier ist was ganz Besonderes. Ihr müsst wissen, die Karte hier war damals mal sehr, sehr relevant. Und zwar kann sie einfach so, wenn sie Schaden machen sollte, einen Kartentyp auswählen, Monster, Zauber oder Falle. Und dann muss der Gegner eine solche Karte von seinem Deck millen. Wenn er also beispielsweise nur 5 Fallenkarten spielt, die alle gut sind, so Karten wie Ring der Zerstörung oder so, die damals auch erlaubt waren, wird er irgendwann gezwungen, wirklich wichtige Karten von sich wegzumillen, die er eigentlich gerne gezogen hätte. Und das war schon mal recht gemein, aber das ist gar nicht so relevant gewesen. Aber das Schlimme an der Karte hier ist folgendes, die Karte hier kommt einfach immer und immer wieder, wenn sie sterben sollte. Und es ist sehr gut für einen Beatstick mit 2000, das war damals sehr, sehr respektabel. Aber dann wurde diese Karte hier so ein bisschen überholt und war halt irgendwann nicht mehr relevant und war komplett abgeschlagen. Aber es kam halt immer mal wieder weitere Vampirkarten raus und das Ganze ist mittlerweile durchaus sehr umfangreich geworden, ne? Und aus dieser ganzen Mechanik hier mit den Millen von gegnerischen Deckkarten hat man was gemacht. Es gibt beispielsweise ein Field Spell, der Karten schießen kann, wenn sowas passieren sollte. Und ganz viele weitere große Vampire, so ungefähr um die Stufe 5 und 6, die halt ähnliche Effekte haben, um das Ganze auszulösen. Man hat das Ganze wirklich halt zu einer Art Strategie gemacht und das feiere ich mega. Es ist so cool geworden und wir haben generell ja auch viel zu wenige Stufe 5 bzw. Stufe 6 Themen. Ich freue mich immer über sowas, weil es einfach raussticht.
Und jetzt vor kurzem kam eine weitere Supportwelle raus, die beispielsweise eine Negation-Falle rausgebracht hat für das Thema und so weiter und viele, viele neue Karten. Und die haben unfassbar heftige Designs, holy shit. Es ist eines der hübschesten Deckthemen, die es jemals gab. Und alles ist entstanden, weil diese Karte hier damals so einen großen Hype hatte, beziehungsweise auch in der ganzen Community sehr, sehr gut ankam. Es war halt wirklich eine skillvolle Karte, die auch sehr schön designt war. Dass die so ein bisschen halt ihren Fußabdruck im Spiel hinterlassen konnte, überrascht mich ehrlich gesagt wenig. Und ich finde es wunderbar, dass man da teilweise aus solchen nostalgischen Karten ganze Themen kreiert hat. Und es gibt ja da auch wirklich mittlerweile einiges. Beispielsweise haben wir sogar hier schon Link-Monster und so, was sogar generisch einsetzbar ist in anderen Zombie-Decks. Sehr, sehr cool das Ganze, aber es geht noch weiter. Ich habe noch mehr Themen für euch. Und da kommen wir jetzt tatsächlich zu einer Fallenkarte, und zwar zu der Karte Crush Card Virus. Und ich denke mal, die Karte hier kennt fast jeder, oder? Ein alter Klassiker, der jahrelang verboten war. Und dann hat die Karte leider ein fettes Erratum bekommen, das die Karte hier komplett zerstört hat. Und jetzt kann man nicht mehr 3 Runden lang einfach so checken, was der Gegner zieht und alle starken Monster zerstören darunter. Nein, das Ganze geht nicht mehr und der Gegner darf sogar teilweise hier einfach Monster millen aus seinem Deck, wie er möchte, um damit Effekte zu triggern, um diese Karte hier ins Minus zu treiben. Es ist wirklich, wirklich traurig. Aber um diese Karte hier gibt es immerhin ein Themendeck, und zwar das Lair of Darkness Thema. Ich würde das schon als Virus-Thema bezeichnen, weil es ist halt ganz klar an Crush Card angelehnt, beziehungsweise an die Virus-Karten und arbeitet mit denen zusammen. Und es gab ja sogar eine Art Structure-Deck darum, das wirklich auch solide war. Und wir haben da unter anderem ein Bossmonster, das halt einfach Darkest Diabolos heißt und das ist durchaus spielstark und kann hiermit mit diesen Viruskarten gut harmonieren. Und wir haben die Zauberkarte Lair of Darkness, die sich wunderbar kombinieren lässt teilweise mit unter anderem Infernoid und so. Da gibt es viele schöne Sachen und ich mag das Ganze sehr. Und was ich halt auch cool finde, ist, dass es mittlerweile ganz viele Viruskarten gibt, die an diese Karte hier angelehnt sind und die da auch dazugehören. Beispielsweise kam ja in diesem Structure Deck auch ein ganz neuer Virus raus, der wirklich gut war dann. Und naja, das hat das Ganze etwas abgeschwächt, dieses peinliche Erratum, was eigentlich diese ganzen Viruskarten begraben hat. Und ich finde es schön, dass das Ganze halt, naja, gerettet werden konnte auf diesem Wege. Ich kann verstehen, dass man die Crush Card, so wie sie damals war, vielleicht nicht ins Spiel kotzen wollte wieder. Aber dass man da teilweise Erratas raushaut, die Karten unspielbar machen, finde ich einfach schade, gerade für solche Ikonen hier. Weil diese Karte hier war wirklich ein Sinnbild für overpowerte Karten, genauso wie beispielsweise Chaos Emperor Dragon. Und die beide mit krassem Erratum zu sehen, tut schon sehr weh. Aber wie gesagt, Freunde, es ist schon ein kleiner Trost, dass wir halt mittlerweile ein eigenes Virus-Thema haben, was diese Mechanik aufgreift bzw. variiert. Und dann kann ich da so ein bisschen drüber hinwegsehen. Aber man muss halt auch sagen, es gibt viele Errata-Karten, die nie ein Thema bekommen werden. Und die sind einfach tot für immer. Und das ist irgendwie traurig. Doch jetzt kommen wir zu einem Deckthema, das deutlich kontroverser ist, und zwar das Motten-Thema. Und da muss man sagen, das Ganze war halt früher die schlechteste Kartengruppe aller Zeiten so ein bisschen. Und mittlerweile ist es immer noch nicht gut. Das ist einfach ein bisschen traurig. Ihr müsst wissen, klar, es war damals deutlich schlimmer als heutzutage. Da hatten wir halt einfach nur die Mottenkarten, die zig Runden gebraucht haben, um beschworen zu werden. Und die hatten keine Effekte, die waren nur mittelmäßige Gebietsticks und so. Das hat sich gar nicht gerechnet. Aber hat sich daran heutzutage so viel geändert? Ja, wir können mittlerweile die perfekte, ultimative große Motte einfach so aus dem Deck beschwören, ohne irgendwie 5 Runden warten zu müssen oder so. Aber naja, es ist halt immer noch nur ein Beatstick. Und auch wenn man teilweise noch weitere Karten von Rebel Underwood geremaked hat, zum Beispiel diese Insektenkönigin, ist dabei nichts Spielstarkes hängen geblieben. Ganz ehrlich, Freunde, ich habe ja dazu vor einer Weile eine Themenanalyse gemacht und mir hat jeder dabei zugestimmt, dass das Ganze viel, viel zu schwach ist. Was ist hier bitte passiert? Ich meine, ganz ehrlich, Freunde, Konami hat ja scheinbar versucht, das Ganze ein bisschen zu supporten. Und wenn die extra Support dafür rausbringen, dann wollen die doch scheinbar, dass das Ganze halbwegs spielbar wird. Aber ganz ehrlich, Freunde, nicht mal im Fun-Deck-Bereich war das Ganze ansatzweise einsetzbar. Dieses Deck hier ist so schlecht, dass teilweise mein ganzes Deckbauteam von Deck Archives keinen Bock hatte, hier für Replays zu erspielen und ein Deck zu bauen. Weil so cancer ist, das Ganze zu spielen bzw. irgendwie Spiele zu gewinnen. Es ist wirklich nicht gut, in keinster Weise. Und da muss sich wirklich mal was ändern, weil das Ganze ist komplett underdesigned in jeder Hinsicht. Wir brauchen durchaus hier mal eine bessere Mottenkarte, die auch Effekte hat.
Es ist nicht mehr zeitgemäß heutzutage, die perfekte ultimative große Motte zu haben, mit 3500 ohne Effekte. Ich meine, das ist ein Beatstick, der nicht viel stärker ist als so ein Borrowload, der sogar mehrfach angreifen kann. Also, wo ist es bitte was Besonderes, so ein Beatstick zu haben, der halbwegs günstig ist? Und generell ist das Themendeck hier auch nicht allzu groß, ne? Wir haben beispielsweise hier keine krassen Negation-Boss-Monster noch dabei oder irgendwelche großen Exodeck-Plays. Nein, das Ganze ist sehr klein geblieben und man hat nur so ein paar ausgewählte Rebel Underboot-Karten geremaked und minimal verbessert, aber immer noch zu schlecht gelassen. Sehr traurig definitiv und hier brauchen wir massiven Support. Das Thema hier ist wirklich abgeschlagen und ich kann keinem empfehlen, das Ganze hier zu spielen, auch wenn es doch nostalgisch wäre. Da hat sich das Themendeck von Kaiba mit X, Y und Z deutlich besser gemacht, oder? Weil wir haben heutzutage das ABC-Thema, was durchaus stabil ist. Und der Dragonbuster ist so stark, dass es sogar limitiert wurde, weil Konami Angst hatte, die Karte könnte Meta werden in der kommenden Master Rule, beziehungsweise in der Master Rule, die jetzt begonnen hat, nämlich der 5. Und naja, damit kann man wieder Exodeck-Monster einfach so beschwören, ohne die zu verlinken. Und der ABC-Dragonbuster, der kann schon einiges. Ich muss sagen, ich finde es hier aber nicht so schön, wie das Ganze geremaked wurde. Weil ganz ehrlich, Freunde, die alten Karten hiervon kann man in keinster Weise noch spielen. Wirklich überhaupt nicht. X, Y und Z haben gefühlt gar keine Effekte. Das sind einfach irrelevante, kleine Monster. Und ihre Fusionen untereinander sind auch komplett unspielbar. Und selbst die große Fusion, die quasi aus den alten Karten und den neuen Karten gebaut wird, klingt zwar broken, ist aber unbeschwörbar, weil die Karte viel zu teuer ist und einfach von niemandem gespielt wird. Und das bedeutet folgendes, du spielst heutzutage einfach nur A, B und C, den Union Hanger und Dragonbuster, sowie einige Union Support Karten und Extender wie Goldener Apparat und so und Silberner Apparat und das war's dann. Und von diesen alten Karten hier ist nichts hängen geblieben. Ich muss sagen, es ist selten der Fall, dass Konami halt so gar nicht die alten Karten einbindet, aber wenn sie das tun, finde ich es ein bisschen traurig irgendwie. Weil es gibt halt gar keinen Grund, diese Karten einzusetzen. Und die wurden ja nachträglich quasi noch vernetzt mit halt einfach Ojama. Und selbst da macht es mehr Sinn, auf A, B und C zu gehen und der Rest ist vollkommen irrelevant. Also ich würde sagen, das Ganze hier ist nicht so wirklich, naja, ein Themendeck rund um XYZ. Es ist mehr ein komplettes Neumachen des Themas und den Rest verwerfen. Ist irgendwie so. Aber zumindest gibt es halt so eine ultimative Fusion, die halt wirklich die alten Karten aufgreift. Und auch wenn sie nicht gespielt wird, ist es zumindest halt ein Sammlerstück, beziehungsweise eine schöne kleine Fanservice-Karte, die nicht allzu ernst gemeint ist. Also, ich würde sagen, dass man hier zumindest das Ganze geremaked hat, ist besser, als es verfaulen zu lassen. Aber es wäre schöner gewesen, halt so eine Karte wie X-Kopfkanone nochmal sinnvoll einsetzen zu können. Also irgendwie hätte das schon was gehabt, wie ich finde. Doch ich würde sagen, das war's auch schon mit der heutigen Folge. Ihr wisst Bescheid, Freunde. Schreibt mir gerne eure Meinung zu den Karten, die ich heute genannt habe, in die Kommentare. Und ihr könnt mir sehr gerne weitere Karten nennen, die ich hier mal erwähnen soll, in so einer Videoserie. Und ich finde, es war ganz cool, halt die Karten zu bewerten, die wirklich zu ganzen Themendecks geworden sind. Weil da haben wir ja mittlerweile wirklich einige. Und ich denke mal, so 5-6 Folgen sind hier locker drin. Wie auch immer. Eure Meinung hierzu gerne in die Kommentare. Und da würde ich sagen, denkt auch bitte an meinen Sponsor Lotte Cards, an meinen Gaming-Kanal und meinen Replay-Kanal. Und an dieser Stelle auch Dankeschön an meine Patreon-Spender. Ohne euch würde es meine Kanäle vielleicht in einiger Zeit nicht mehr so geben, wie wir sie gewohnt sind. Deswegen riesiges Dankeschön an euch. Und ihr seht jetzt hier noch meine Endcard. Links ist mein Pokémon-Kanal, rechts daneben ist mein Sponsor und rechts daneben sind noch zwei Videos. Das obere wird euch von YouTube empfohlen und das untere ist die letzte Folge dieses Formates. Deswegen schaut da mal rein. Bis bald. Tschüss.